Mein Name ist Feres. Ich komme aus einem Dorf aus dem Irak. Ich bin Eside. Als ich noch in meinem Dorf war, haben wir unsere Feste immer gemeinsam gefeiert. Aber alles änderte sich am 3. August 2014, dem Schwarzen Tag. Radikale Muslime sind ein Schreckensregime, vor dem man nur noch fliehen will. Aber viele können nicht einmal das, wie die Jesiden, eine kleine religiöse Minderheit, die niemandem Böses will, die nicht einmal um neue Anhänger wirbt, denn Jeside wird man mit der Geburt oder gar. Wieder ein Massaker, wieder haben sie geplündert, die ISIS, die den Frieden eines Volkes gestört hat. Männer werden hingerichtet, wie im Mittelalter, Frauen verkauft, vergewaltigt im Kindesalter. Was haben sie getan, die hungrigen Kinder, welcher Gott erlaubt durch die blutigen Finger? Sie köpfen im Namen Gottes mit stumpfen Messern, schreien Allahu Akbar und fühlen sich dann besser. Ich spreche für alle Völker dieser Welt, für den Frieden, für meine Brüder, Schwestern, friedvolle Jesiden. Menschen begehen Selbstmord, um sich zu schützen, Bruder, lassen Verwandte zurück, weil sie es müssen. Wir mussten unsere Heimat verlassen und sich nach Deutschland geflüchtet. Ich habe schnell bemerkt, dass das Leben hier sehr anders ist. Die gemeinsamen Feste mit meinen Freunden und Verwandten fehlten mir am meisten. Aber jetzt gerade freue ich mich, dass ich in München einen guten Freund gewonnen habe. Mein Name ist Berkam. Genau wie Feres komme ich auch aus dem Irak. Ich bin auch Jeside. Wir haben uns in der Schule kennengelernt. Heute kommt Feres mich zum ersten Mal in meiner neuen Wohnung besuchen. Ich zeige ihm zuerst mein Zimmer mit wichtigen Fotos von meiner Familie und meinen Freunden. Außerdem zeige ich ihm die Fotos von wichtigen Plätzen und jesidischen Personen, wie Baba Sheikh, der für uns dasselbe bedeutet wie für die Christen der Babs. Ja, schau mal, das ist unser Balkon. Schau mal, München, schöne Stadt. Wie ist das Leben in Deutschland? Wo ist sie? So, das Leben ist, ich finde das sehr gut und sehr schön, weil in Deutschland es gibt Freiheit und Sicherheit. Und wir haben unsere Rechte. Ja. Da? Rechte, oder? Rechte. Was hörst du? Zeig mal. Noch eins. Also mein Rapper, mein lieblichster Rapper in Deutschland, der heißt Kurdo. Du bist out, ich bin angesagt. Ich schreib schon wieder einen krassen Part. Rap über Hoffnung, du bleibst nur Untergrund. Ich bin der King und rap darüber, dass ich deine Mutter bumst. Ich bin der, der mit Steinen auf die Kripo schießt. Ich mach den Sound für die Verbrecher auf Sino Beats. Ich mach Stress, ich bleib ein 3 Tage Badkanake. Freitags in Afrojacke. Was wünschst du für die Zukunft in Deutschland? Also, ich wünsche mich, so meine Familie zu mir kommen hier nach Deutschland und ich mit meiner Familie hier unser Leben weiter hier in München unser Leben weitergehen. München ist meine Lieblingsstadt. Außerdem, ja, ich wünsche mir auch Polizist werden in Zukunft, ganz gut Deutsch sprechen, wie Deutsche sein. Ja.
Treulos. Brachtum. Brachtum und Tradition. Tradition. Was die Brachtum und Tradition? Also deren Kleidung und der richtige Mensch sein. Gut. Ja.